Die Saison war für mich wie eine Art Heimkommen. Ich bin hier in Fnau aufgewachsen und habe so auch den Schnee und den Winter kennengelernt und auch meine Faszination für Snowboarden. Nach der Olympiade 2018 hatte ich wie ein Bedürfnis, mich ein bisschen zurückzuziehen, um auch wieder sehen können, warum Snowboarden mir so viel bedeutet. Ich habe fast ein bisschen vergessen, dass eigentlich einer der schönsten Spielplätze hier direkt vor meiner Haustür ist. Während meiner Contest-Karriere hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht mehr weiterkomme. Wir sind auch oft an den ähnlichen Orten angereist und viel Zeit in Hotels verbracht. Und die ganze Reiserei hat wie meine ganze Energie aufgebraucht. Dazu kam, dass ich es wie nicht mehr als richtig empfunden habe, den Gletscher beim Schmelzen zuzuschauen und nichts an meinem Verhalten zu ändern. Was mich am Snowboarden so fasziniert, ist die Challenge, immer wieder neue Sachen zu lernen. Dass man umgeht und wieder aufsteht und dann das Gefühl, wenn es endlich klappt. Andererseits auch die Ruhe, die mir Snowboarden bringt und die Verbundenheit mit der Umgebung, gerade auch hier im Engadin. Beim Tiefschneefahren kann ich von dem profitieren, was ich früher gelernt habe, kann aber auch sehr viel neu dazulernen. Es ist ähnlich wie beim Skateboarden, Surfen und bei der Kunst. Die eine Leidenschaft bringt mich auch in den anderen weiter. Dank dem Snowboarden durfte ich auch sehr viele spannende Leute kennenlernen. Und durch das haben sich dann auch Freundschaften entwickelt. Snowboard war für mich ein Ticket, um die Welt zu entdecken. Gleichzeitig hat es mir aber auch gezeigt, was mir wirklich wichtig ist.